Liebe Zuschauer, in diesem Video stellen wir euch das wirklich verrückte Schnelligkeitsspiel, das Neinhorn, vor. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung, und es ist genau wieder so ein richtiges Spiel für den Papa, so ein Schnelligkeitsspiel. Das dritte Spiel der Kosmos-Reihe in diesem neuen Format, das Neinhorn-Kartenspiel von Mark-Uwe Kling aus dem Hause Kosmos, ab 6 Jahre, 2 bis 6 Spieler, 15 Minuten. Und ist wieder so ein Spielchen, wo wir den Stapel vor uns haben und die Karten ausspielen und was dazu sagen. Aber, Alina, du hast schon mal die Karten gezückt. Was sagt man, wenn man eine Karte ausspielt? So, und jetzt brauche ich erst das Neinhorn, Alina. Und das legen wir hier in der Mitte, weil wenn ihr das Einhorn ausspielt, die Alina sucht die Karten raus, dann sagt man Nein. Wenn ihr die Königstochter ausspielt, dann sagt ihr doch. Königstochter, also Königstochter, doch. Wenn ihr den Waschbär ausspielt, Waschbär. Warte doch mal. Ich bin so schnell. Also wenn du ihr musst den, gucken, dass ich die Karte. Da hast du recht. Also wenn ihr den Waschbär habt, also Waschbär, sagt ihr was. Dann gibt es noch den Hund. Quasi den Na und. Also Na Hund. Hund, ich warte auf dich. Das ist der Hund. Ich sag dir gleich das nächste, nämlich der Hamster. Wenn ihr den Hamster habt, jetzt war so schnell, Hamster, dann sagt ihr, hä? Also, hä, nur hä. Dann gibt's noch die letzte, das ist nämlich die Hummel. Das ist die Warummel. Deswegen, warum? Und dann gibt's noch diesen Gegenwurm. Da müsst ihr wieder tauschen. Und dann wird's total verrückt. Und dann weiß ich nicht, ob ich da noch weiterkomme. Und weil, ich auch nicht. Weil das ist echt schwer. Weil da muss man die Rolle tauschen. Alina sucht so einen doppelseitigen Pfeil raus. Also Pfeile, wo gegeneinander gehen. Das ist quasi der Gegenwurm. Und dann wird der Gegenwurm aktiviert. Und dann nimmt man quasi das andere Tier, wenn man das aufdeckt. Wir suchen es noch raus. Und dann zeigen wir euch auf jeden Fall ein paar Sequenzen. Gleich ein paar Informationen. Es liegen noch weitere Kartenpacks zur Seite mit kleineren Varianten, Möglichkeiten, wie ihr spielen könnt. Aber wir zeigen euch in diesem Video das Standardspiel. Das heißt, ein paar Spielsequenzen. Und dann gibt es auch ein kleines Fazit. So, und die Karte gibt es gar nicht so oft. Deswegen gibt es... Ah, deswegen geht es ein bisschen länger. Nein, die Alina hat eine. Leg sie mal dahin. Und dann tausch... Ja, ich erkläre es parallel, wenn du eine hinlegst, weil jetzt wird nämlich aus der Warum wird ein Hä. Und aus dem Hä, also für Hamster, wird eine Warummel, also eine Warum. Und ihr müsst dann nur sagen Gegenwurm. Und das zeigen wir euch jetzt in einigen Sequenzen. Das heißt, ich lege die erste Karte hin und sage Nein. Es gibt nämlich noch ein paar kleine Besonderheiten. Warum? Hä? Gegenwurm. Oh. So, das heißt, aus einer Warum wird ein Hä? Hast du vorhin dasselbe erklärt. Ja, und als im Hä, aber jetzt wird es echt schwierig für mich. Hä? Na und? Was? Meinetwegen. Haben wir noch gar nicht erklärt. Weil, wenn zwei oder mehr gleiche Karten aufeinander liegen, dann sagt man meinetwegen. Meinetwegen. Nein. Gegenwurm. So, für euch als Hinweis. Normalerweise bleiben die am Stapel drin. Wir haben jetzt eine weitere Karte gezogen. Die legen wir auf die Seite, dass ihr auch ein bisschen mitschauen könnt. Uns erleichtert das Spiel natürlich, weil aus einem Na und wird ein Was und aus einem Was wird ein Na und. Und wer ist dran? Ich glaube, ich bin dran, oder? Na was? Und ich glaube, das war viel zu lange. Und die Karten schiebe ich nicht runter, die bilden einen Minusstapel. Weil wer nachher die meisten Minuspunkte hat, der bekommt meistens nichts. Der, wo die wenigsten Minuskarten hat, bekommt zwei Kleeblätter. Doch. Hey. Aber gerade noch. Nein. Meine Bienen. Na und? Hä? Nein. Hä? Was? Ah, die kriegt sie jetzt. So, ihr habt das Prinzip aber, denke ich, verstanden. Nachher vergleicht man die Minuskartenstapel. Wer die wenigsten Minuskarten hat, bekommt zwei Kleeblätter. Wer vier Kleeblätter hat, der hat das Spiel gewonnen. Na und? Doch. Hä? Ja, Alina, ich wollte kurz überlegen. Oh, kein Spiel für mich. Kein Spiel für mich. Hä? Doch. Was? Nein. Na und? Doch. Warum? Gerade noch so. Warum? Meinetwegen.
Das Spiel, das ist anstrengend. Lustig. So, die Alina ist wieder dran. Ein paar Sequenzen zeigen wir euch noch. Warum? War das zu langsam? Ich hab nur, ja. Okay. Na und? Nein. Doch. Na und? Hä? Oh, kurzes Überlegen gilt ja nicht. Da kriegt man den Stapel schon. Nein. Hä? Warum? Das war noch rechtzeitig. Ja. Aber gerade noch, oder? Was? Was? Ah, nee. Meinetwegen wäre es gewesen. Okay. Konzentration. Na und? Warum? Doch. Meinetwegen. Meinetwegen. Nein. Na und? Na und? Oh, es wird aber eng. Sie hat noch gar nicht so viel. Ich glaube, ich habe momentan ein bisschen mehr Minuspunkte. Schauen wir einfach mal. Hä? Na und? Doch. Warum? Na und? Warum? Meinetwegen. Was? Nein. Was? Meinetwegen. Doch. Meinetwegen. Nein. Doch. Meinetwegen. Na und? Warum? Miep, 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 miep. Du bist so streng zu mir. Doch. Das war aber echt zu lang. Okay. Na und? Hä? Hat noch so. Diesmal mache ich es nicht. Warum? Nein. Hä? Doch. Hä? Was? Na und? Nein. Na und? Was? Ich muss ja schon. Ich glaube, ich verliere. Doch. Was? Warum? Hä? Warum? Doch. Was? Nein. Doch. Warum? Nein. Na und? Hä? Was? Warum? Lass ich noch durch. Ach, danke. Du guckst. Ja, fast über die Tischplatte. Ja, über die Tischplatte. Ich habe schon einige Minuspunkte. Okay. Doch. Was? Warum? Was? Das war fast. Ach, bist du streng mit mir. Was? Nein. Hä? Was? Hä? Ich habe mich eh schon verloren, die Runde. Können wir gleich aufhören. Nein. Hä? Na und? Warum? Meinetwegen. So, jetzt haben wir, wer hat aufgeteilt die Karten? Gegenwurm. Jetzt wird's noch schwerer. Aber ich glaube, Alina... Nein, wir machen nochmal die Karten dann weiter. Okay, aber ich glaube, aufgrund des Stapels habe ich verloren. Das heißt, die Alina würde 2 Kleeblättchen bekommen. Er hat sehr vorhin schon 2 gesammelt. Und jetzt gilt auch noch alles wechseln. Hä? Hey. Lass ich noch durch. Nein. Ach so. Oh, das ist zu schwer. Doch. Na und? Doch. Fertig. Hä, was? Okay, du kriegst nochmal Karten vorher. Ich fange an. Ja, du hast gerade ausgespielt. Egal. Hä? Hä? Warum?
Lucy. Ich glaube, die Alina kriegt 2 Kleeblättchen. Das ist sie hat die blöd. Wenigsten und ich bekomme noch 1. Ansonsten und ich habe ein Kleeblatt zusammen. Warte, ich puzzle mal. Das war das Neinhorn. Ein weiteres Spiel aus dem Hause Kosmos mit solchen Boxen, die man aufmachen kann. Die Karten könnt ihr natürlich auf Draht drauflegen. Wenn ihr sich holen wollt, gerne schau über die mal unten geraten links. Sehr schön. Und Alina, wie findest du das Spiel? Schön. Vor allem, wenn ich gegen Papa gewinne. Ich find's okay. Nur weil du nicht. Ja, aber ihr habt's gesehen. Das war das dritte Spiel der Reihe. Monster 12 und My Goldmine haben wir euch vorgestellt. Und das ist das dritte. Ich habe mich lange gesträubt gegen das Video und gegen das Spiel. Aber jetzt habe ich es euch gezeigt. Und danke fürs Gewinnen. Aber es muss nicht immer auf den Tisch kommen. Nein, warum nicht? Weil... Guter Hinweis, weil es gibt viele ähnliche Spiele mit ähnlichen Prinzipien. Also das nochmal sehr gut als wichtiger Hinweis. Ein Spiel für zwischendurch, aber es macht durchaus Spaß. Es macht uns Spaß in der Familie und vielleicht auch euch, sofern ihr solche Arten von Spielen noch nicht kennt. Und da gibt's viele und da haben wir euch auch schon einiges vorgestellt. Das als kleine Info. Ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Puh, tschüss. Ciao.